sagen, guten Morgen. Ist noch ziemlich frisch hier gerade. Wir sind im Technologiepark in Paderborn und haben jetzt seit 2-3 Tagen das Model 3. Quatschen jetzt über die ersten Erfahrungen, die wir damit gesammelt haben, oder? Ja, genau. Servus auch erstmal von mir. Donnerstag in Düsseldorf abgeholt, die ersten Fahrerlebnisse sammeln können. Wir sind von Düsseldorf nach Paderborn gefahren. Das sind um die 160 Kilometer, glaube ich. Ist ein relativ einfaches Fahrzeug. Wir haben die schwarze Lackierung, die Serie 19 Zoll Felgen, wenn du die vielleicht einmal drauf kriegen willst. Die gibt es dann noch in 20 Zoll mit dem Performance-Modell, rote Bremssättel natürlich mit dazu. Ich finde an sich ein schönes Fahrzeug, ist natürlich ein bisschen kleiner als das Model S, aber nicht weniger Komfort. Man sitzt hinten echt sehr gemütlich, genauso wie vorne. Was ich noch cool finde, ist zum Beispiel die Haptik des Displays. Ist ein bisschen ergonomischer geworden, man muss sich nicht mehr so weit nach vorne bücken. Man kennt das, wenn man ein riesiges Tablet gehabt hat oder ein riesiges Handy und dann ein kleineres Handy kriegt, wird auf jeden Fall ergonomischer. Wir können uns noch mal kurz die Hinterseite des Fahrzeugs angucken. Und zwar ist es jetzt hier so, dass es keine Modellkennzeichnung mehr nach Batteriegröße gibt, sondern dass einfach nur Dual-Motor da steht. Ich tippe, dass einfach noch eine Heckmotor-Variante rauskommen wird, damit man das besser kennzeichnen kann. Und was auch noch ein Unterschied ist, hier ist es jetzt so, dass beim Model 3 der Kofferraum mechanisch ist anstatt elektrisch, wie beim Model S und beim Model X. Aber das finde ich... Soll ich mal zeigen, oder? Ja, klar. Größe. Hier ein bisschen Equipment, man muss halt tiefer einladen. Genau. Aber meiner Meinung nach, wir haben ja auch noch einen doppelten Boden. Die das bei Tesla noch nicht kennen, das ist relativ üblich, dadurch, dass wir mehr Stauraum haben, weil es keine Abgasanlage etc. gibt. Und man kann jetzt hier bei den Ladestützen auch mal sehen, dass auch schon für den CCS-Adapter gesorgt ist. Das heißt, man kann jetzt nicht nur noch Typ 2 und an den Supercharger anladen, sondern kann auch ganz normal den CCS-Standard nutzen. Wichtig dazu zu sagen ist auch noch, dass die Supercharger aufgerüstet wurden. Sprich, die haben jetzt alle auch noch so einen CCS-Adapter mit dabei. Zwei Kabel jetzt zum Supercharger, man kannte das vorher, dass es eins hatte. Steht auch Model 3 Priority drauf, sprich die Tesla-Fahrer sind da eigentlich auch alle sehr human und benutzen dann eher die Supercharger, wo kein CCS mit dabei ist, um dann halt ankommende Model 3 zu bevorzugen, auf jeden Fall. Oder? Hab jetzt genug gestanden. Wir rollen. Wir rollen. Also das erste, was mir aufgefallen ist, dass diese durchgezogenen Airvents von hier bis nach da drüben extrem geil aussehen, aber dass sie auch verdammt gut funktionieren. Man kann hier den Luftstrom von den Airvents verstellen. Ich finde die Animation extrem sexy. Hier für den Fahrer das Ganze. Ich mag auch das sleeke und minimalistische Design. Was auch extrem gut funktioniert, ist der Display. Hier ist er jetzt im Gegensatz zum Model S und Model X im Querformat. Und wie man das so bei, oder in der Technik nennt, die Refresh Rate ist extrem gut. Das heißt, man zieht hier mit dem Finger über ein Touch-Display und es funktioniert einfach alles flüssig. Das ist extrem gut. Bei manchen anderen Autoherstellern fühlt sich das manchmal so ein bisschen an, als würde man an dem Ding so einen Robo-Dance machen. Was gefällt dir am besten? Ich finde es irgendwie cool, dass das Lenkrad, also obwohl es immer noch ein Lenkrad ist, wie man das kennt, es fühlt sich irgendwie ein bisschen wie so ein Gamepad an, weil man auch einfach Einlassung für die Finger hat hinten. Also es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Controller, wie man das von der Konsole kennt, wie das dann so ist. Die Blinker finde ich, Blinker und Schalthebel ist sehr cool, weil du keine wirklichen Hebel mehr hast, sondern es sind eigentlich eher Art Knöpfe, die du einfach betätigst. Sind zwar immer noch auf dem gleichen Weg, wie man den Blinker kennt, für rechts nach oben, für links nach unten, aber sie fallen immer wieder in die Standardposition zurück und es gibt kein Einrasten und wieder zurückspringen. Was ich klasse finde, ist auch riesige Windschutzscheibe, wir haben riesige Dächer, das ist mir bei den anderen Fahrzeugen dann ja, auch nochmal cool aufgefallen. Ja, die Sonneneinstrahlung ist aber von oben hier auch echt gut gedeckt durch die Beschichtung vom Glas, also man bekommt hier keinen heißen Kopf oder sowas. Und sonst noch ein Geheimtipp, du hast Model 3, die Sitzbank vom Model 3 ist bequemer als die Sitzbank vom Model S. Was mir auch aufgefallen ist, abends ist es ein bisschen
sind, vielleicht auch nochmal kurz zu erwähnen, sind die beiden Interieurvarianten. Mir gefällt, also ich habe das in echt, habe ich das die weiße Interieurvariante jetzt noch nicht gesehen, aber mir gefällt spontan die schwarze mehr, obwohl ich eigentlich auch ein Weiß-Fan bin. Aber ich mag total die Holzarmatur, die hier dran ist. Die fühlt sich auch extrem echt an. Ich weiß gar nicht, ob es echt Holz ist. Und die weiße Interieurvariante kommt mit weißen Sitzen und mit anstatt von dieser Holzleiste ist auch eine weiße Kunststoffleiste, denke ich mal, ist das. Und das sieht auch spacig aus, aber diese Variante hier gefällt mir auf jeden Fall lieber. Ist bei mir halt genau andersrum. Ich finde die schwarze Farbe, die wir jetzt haben, außen auch ganz cool. Also wie gesagt, innen ist es nicht so meins. Ich mag diese dunklen Innenräume jetzt nicht so riesig. Aber wie gesagt, die schwarze Außenfarbe finde ich an sich ganz cool. Es ist halt ein Solid Black, hat keine Metallic-Effekte. Aber was ich ein bisschen schade finde, daher finde ich das Weiß außen auch fast cooler, weil es halt einfach mehr Tiefe hat, die Farbe, wenn man in die Waschanlage fährt. Wird jetzt nicht so schnell stumpf, will ich jetzt mal sagen. Wir haben es jetzt auch noch nicht herausgefunden, weil das Auto neu ist. Das sieht sowieso immer gut aus. Schön ist es auch, man kann das Lenkrad loslassen, ich habe jetzt keinen Autopiloten an, man merkt, ne, dadurch, dass ich keinen Autopiloten habe, fahre ich rechts rüber, aber wir haben keine Resonanz im Lenkrad, also das Lenkrad vibriert nicht und ändert die ganze Zeit irgendwie die Spur bleibt eigentlich genauso, wie man sie einstellt, ohne dass ich jetzt die Hände am Lenkrad habe, das ist bei einem Verbrenner zum Beispiel auch nochmal was anderes. Und das Fahren ist auch komfortabel, also ich finde nicht, dass es weniger komfortabel ist als im Model S. Wobei ich dazu sagen muss, dass es hier bis jetzt noch keine verstellbare Federung gibt. Ich weiß nicht, ob das noch kommen wird. Das ist bei Tesla ja oft so ein Software-Updates-Ding. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie das Model S und Model X exklusiv lassen. Man muss ja auch so ein bisschen Distanz zwischen den ganzen Modellen schaffen, damit sich das, damit sich der Preis unterschiedt. Was natürlich auch eine Kostenfrage sein wird, ne? Ja. So eine Luftfederung mit GPS. Hallo! Hi! Morgen! Moin. Können wir schon mal reinkommen? Ja, natürlich können wir reinkommen. Ja. Sehr cool. Wir stören noch nicht. Wollt ihr Frühstück denn? Ja, Frühstück, ja, auf jeden Fall. Erste Mahlzeit, Leute. Ist dann gut, ne? Hey, Quatsch. Okay, Arthur, willst du versuchen, ja, das mit einzufangen? So eine kurze 0 auf 100 Geschichte oder was? Ja, ja. Machen wir das mal ganz holzig hier mit dem iPhone-Timer. Jo, halt mal daneben. Launch Control haben wir nicht an Bord, oder? Ich glaube Launch Control gibt es nur in den Performance-Modellen. Genau, auch ganz wichtig, das hier ist jetzt noch kein Performance-Modell, aber es geht heftig ab. Du sagst, wann go? Genau. Eins, los. Also dieses Grinsen im Gesicht, ne? Also wie das, die Mundwinkel einfach immer weiter nach oben gehen. War jetzt schon eher... 5 Sekunden, ne? Ja. 5 Sekunden, ja, ich würde und sagen... Und leicht bergauf, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass es gerade war. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob es... Schaffen wir. Bist du auch noch? Können wir den Bremstest gleich mit in 1 mitmachen. Der soll ja genau. Schlecht sein beim Model 3. Genau, viele Leute sagen, das Model 3 hat schlechte Bremsen. Wir werden es auf jeden Fall jetzt ausprobieren. Hoffentlich bleiben wir am Leben. Auf dein Kommando. Auf los geht's los. 3, 2, 1, los. Bremsen, würde ich doch, sagen. Das klappt. Steht. Warum fahren wir hier nochmal eine 100er? Ja. Okay, gerade haben wir es überboten, ne? 4,79. Ja, ich weiß, aber wir sind nicht ganz, wir waren bei 97 oder 98 oder so. Aber wir machen es nochmal. Auf dein Kommando. 3, 2, 1, los. Mann an Bord, ne? Genau. Du hast recht, das muss man mit einem berechnen, ja. Das ist ein schicker Wert. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. Ja, genau, das war's auch für heute leider. Schon wieder vorbei.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss von meiner Seite. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Like da und schreibt in die Comments, was euch genau aus Model 3 gefallen hat und sagt uns, was ihr noch gerne wissen wollt. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami.